Hallo, hallo und herzlich willkommen. Hier ist mal wieder euer Raffi und zu Anfang sei gesagt, wir machen jetzt erstmal die Quest. Hier habe ich festgestellt, auf der Karte ist dieser Herr schon mal markiert. Nein, ich will keine neue Markierung, die ist schon da. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu diesem Firlefanz-Typi. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie man da hinkommt, aber ich denke, was ist hier denn alles? Hier ist auch noch was markiert. Hier ist noch was markiert. Ich sehe das jetzt erst. Ich habe diese Karte ja ewig lange nicht mehr aufgehabt. Was irgendwie ein bisschen blöd ist, ne? Und jetzt merke ich erst, hier sind ganz viele Sachen markiert, die ich vielleicht auch brauchen könnte. Naja, also hier sind ja die Leute, mit denen ich schon geredet habe. Da oben ist der eine, mit dem ich schon geredet habe. Hier habe ich wahrscheinlich noch mit gar keinem geredet. Und hier würde ich auf jeden Fall hin. Na gut. Also, wir gehen jetzt erstmal zu dem Typi hin. Das müsste in dieser Richtung sein. Stimmt das ungefähr? So, und es tut mir übrigens leid, dass ich jetzt Sonntag und auch Montag noch nichts hochladen konnte. Das tut mir echt leid. Das liegt halt daran, ihr wisst es vielleicht selber, die Bahn hat sich mal wieder dazu entschlossen zu streiken und ich musste mich jetzt ja dementsprechend mal damit beschäftigen, dass ich auch meine... Weicht von mir! Ich bin nicht schmackhaft, ihr schrecklichen Monster! Findet doch einen anderen, den ihr... Oh, ihr da! Bitte helft! Ja, natürlich! Und natürlich muss ich mich halt damit beschäftigen durch mein Unileben, aber auch durch meine Freizeitaktivitäten, dass ich immer noch mit der Bahn irgendwie vorankomme und das hat mir halt ein bisschen Zeit gekostet, ein bisschen Mühe und auch ein bisschen Kraft. Aber egal. Wir spielen jetzt weiter Divinity, beschäftigen uns nicht mit dieser dämlichen Bahn. Ja, ich darf das so sagen, weil ist so. Ich kann es mittlerweile nicht mehr nachvollziehen, aber das soll jetzt hier auch gar nicht Thema werden. Wir spielen jetzt nämlich Divinity 2 und lassen uns davon nicht beirren. Also, MS Alfred sein. Captain Hermosa hat mich geschickt, um euch zu finden. Führt euch nicht, rührt euch nicht vom Fleck. In diesen Bestien mache ich kurzen Prozess, ja klar. Sie sind Jäger und ihr seid die Beute. Warum sollte ich mich da einmischen? Nein. Sagen wir mal das Erstere. Gesegnet seid ihr. Beeilt euch, Fremde. Bald werden sie mich erwischen. Klar, klar. Und wir werden mal deine Gedanken lesen. Vielleicht hast du was Interessantes für uns. Ich glaube, ich sehe da etwas Glänzendes auf dem Wal. Aha, aha. Nie wieder wage ich mich so weit aus dem Lager raus. Okay, gut. Dann machen wir den mal hier kurzen Prozess. Wir wollten eigentlich hier unseren Dämon mal holen und unseren Spielfreund. Wache, mein Tierchen. Ja, komm, meine Leute, ihr schafft das. Und jetzt kämpfe ich natürlich auch mit. Wie sollte es anders sein? Wir werden uns hier mal ein bisschen stärker machen und werden euch hier Einhalt gebieten. Jawohl, so ist das cool. So kenne ich das. Ich bin einfach unbesiegbar. Wow, das war eine Herausforderung. Nie habe ich so grausame Bestien gesehen und gleichzeitig so gute Kämpfer. Tja, ich hoffe mal, ja, das war wahrscheinlich beides auf die Bestien bezogen, aber gute Kämpfer waren sie jetzt wirklich nicht über mehr, wohl eindeutig unterlegen. Warum seid ihr hier? Hier. Ihr habt Glück, dass ihr noch am Leben seid, Seemann. Nein, warum bist du hier? Hä? Warum bist du hier? Diese Ruinen haben mein Interesse geweckt und ich wollte sie genauer untersuchen. Stimmt doch gar nicht. Hab doch schon erfahren. Du hast nach was Glänzendem gesucht. Ich bin gestolpert und dachte, es wäre ein Stein oder sowas. Aber dann hat er sich als ein altes Buch herausgestellt. Ach so. Ja. Ich hab schon wieder sehr eigenartig. Ja, da ich leuchte sehr komisch. Ja, okay. Dann habe ich ein Knurren gehört. Vor Schreck bin ich aufgesprungen und diese Säule hochgeklettert. Das hast du gut gemacht. Gut. Gut, dass mich der Captain über euer Abenteuer und Geist informiert hat. Das Schicksal meint es heute gut mit euch. Diese Tiere sahen ziemlich hungrig aus. Ja, sagen wir das mal. Nein. Auf jeden Fall hoffe ich auf eine angemessene Belohnung. Ja, komm, Belohnung. Ich brauche eine Belohnung. Gib mir eine Belohnung. Tja, also ich besitze kaum Wertgegenstände, aber ich gebe euch dieses Buch, das ich gefunden habe. Das ist lieb, dankeschön. Bitteschön und hab Dank. Gerne. Danke, ciao. Ein sonderbares Buch, verborgen im Sand. Das könnte interessant sein. So, und hier? Wo sieht ihr denn von hier aus den Wal?
Hey. Ist hier irgendwas angegriffen gerade? So, mal gucken. Was ist das für ein Buch? Ist das zufällig bei den Inventargegenständen gelandet? Ja, ist es tatsächlich. Und was mache ich damit? Benutzen. Das ist das Buch, das Elfrid euch gegeben hat. Es scheint sich dabei um das Zauberbuch eines unbekannten Magiers zu handeln. Die meisten Zauber sind zu laienhaft, als dass sie euch von Nutzen sein könnten. Ein Zauber erregt jedoch eure Aufmerksamkeit. Wie es scheint, arbeitete der Magier gerne draußen. Oft fühlte er sich vom Wind gestört, woraufhin er einen Zauber entwickelte, um den Wind abflauen zu lassen. Ah, gut, schließen wir das Buch erstmal. Das weiß ich schon, wo wir das brauchen. Also, ihr solltet es wahrscheinlich auch schon wissen. Kann man hier so eine Art Jump'n'Run machen? Oder eher so ein mehr Jump? Mein Gott, spring mal hier rauf auf das Ding. Ist ziemlich schwierig hier, ausgezeichnete Sprünge hinzulegen. So, wenn ich darauf springe, komme ich dann da hoch? Ist da vielleicht was drauf? Schade. Also ich, als Spieleentwickler, hätte hier ja was draufgepackt. Aber die Spieleentwickler sind ja nicht annähernd so intelligent wie ich. Ja, okay. Ihr könnt jetzt übrigens gehen. Ja, euer Job ist getan. Danke. Und du kannst auch gehen. Tschüss. Ich kämpfe jetzt hier alleine weiter. Beziehungsweise es gibt ja gerade nichts zu kämpfen. So, hier der Wal. Hier ist der Wal, ja. Automatisch wurde gespeichert. Warum? Warum wurde hier automatisch gespeichert? Hier ist der Wal. Wo sollte hier was Glänzendes liegen? Hier war ich auch noch nicht drin. Aber wollte ich eigentlich auch gar nicht rein? Okay. Hier soll irgendwo was Glänzendes liegen. Wo liegt denn was Glänzendes? Ich sehe es nicht. Vielleicht bei dem da, der im Wasser liegt? Sehe ich jetzt auch gerade nicht. Also, damit müsste ich mich mal später näher beschäftigen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zurück. Wir werden ihr berichten, was wir für einen Erfolg hatten. Und das wird sie vielleicht freuen. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Interessierst du dich dafür? Oh, der Drachenritter. Willkommen zurück. Was genau? Bla 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 bla. Das hatten wir alles schon. Wie ich sehe, hat Elfrid es geschafft. Elfrid. In der Tat. Dieser Dummkopf hatte Glück, dass ihr in der Nähe wart. Ja, ich weiß. Danke vielmals, dass ihr ihn gerettet habt. Okay. Okay, dann gehe ich. Lebt wohl im... Gut, jetzt haben wir das abgeschlossen. Was nehme ich denn für Belohnung? Was hast du denn hier alles? Mein Gott, das ist ja richtig viel, was du mir anbietest. Ein Diamant wäre natürlich was richtig Cooles, wenn ich wüsste, wofür ich den brauche. Stärketrank ist ja auch cool, aber ich möchte lieber Erfahrung wieder haben. Erfahrung ist, denke ich, ziemlich wichtig hier, immer noch, muss ich immer noch so sagen. Und was ist du hier zu lieben? Geschichte. Der Drachenritter Teil 3. Interessiert euch die Bücher? Das muss ich mal sagen. Interessieren euch die Bücher oder interessieren die euch nicht? Wollt ihr die gerne lesen? Wollt ihr die nicht lesen? Also ich, von mir aus, würde sagen, ich lese sie ja nicht. Ich kann sie aber maximal gerne einmal aufschlagen, damit ihr mal reingucken könnt. Ihr könnt dann gerne pausieren, so wie wir das immer machen. Wir haben das ja schon geübt. Und ansonsten, weiß ich nicht, lese ich sie irgendwann mal und schmeiß sie dann weg. So, nein, ich wollte eigentlich zu einem, ja, zu so einem Schrein und dann zu dem anderen Schrein wieder zurück. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ist das das hier? Ja, da ist das Grab gewesen, da will ich hin. Das muss doch hier sein. Darf ich hier durch? Darf ich hier zum Schrein gehen? Du hast mich das letzte Mal ja aufgehalten. Ah, nee, du hältst mich jetzt nicht auf. Gut, okay. Danke. Dann gehen wir hier mal lang. Und teleportieren uns einmal hier rüber. Zum anderen Schrein. Ich weiß gar nicht, was das war. Ich denke Strand. Und hier... Ja, hier ist richtig. Oder? Ja, doch. Hier müsste es richtig sein. Nur da oben. Hier kann ich das jetzt mit dem Buch einsetzen und ich weiß zwar noch nicht genau, was es mir bringt, aber irgendwas wird es mir bringen. So, dann öffnen wir mal unser Inventar. Ja, ich hätte nicht M drücken sollen, sondern I. Ich weiß, ich bin da. Und dann lesen wir das mal.
Das ja, ist ja, das wir Buch sprechen den Zauber. Ihr sprecht den Zauber. Und kurze Zeit später ist der Wind abgeflaut. Sehr schön. Jetzt kann ich die Kerzen hier wohl anzünden. Und sie werden nicht gleich wieder ausgehen. Das sieht übrigens sehr behindert aus, muss ich ehrlich mal sagen. Bam! Kamehameha! So nach dem Motto. Was tust du da, bitte? Raffine, was tust du da? Du bist keine Zauberin und auch keine Schamanin. Du bist einfach nur eine Kriegerin. Ich glaube, da vorne war jetzt auch noch eine Kerze. Oder war es das? Ah, das war's. Cool. Ihr habt gegen den Wind erfolgreich abgeschlossen. Super. Was ist das denn hier alles? Drachenkrone? Drachenkrone, ja. Drachendornen? Eisen, Mondstein, Heilung, Intelligenz, Geld. Ach, ich nehme mir wieder Erfahrung. Schade, dass ich keine zwei Sachen mehr nehmen darf, aber okay, danke. So, dann haben wir's. Die Kerzen brennen ein weiteres Mal. Und endlich erhebt sich mein Geist wieder. Was? Wer spricht da? Hallo? Ich glaube, wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Kann es sein, dass ich vor einiger Zeit eure böse Zwillingsschwester getroffen habe? Nein, wir sagen mal, wir sind noch nicht vorgestellt worden. Mein Name ist Zassan. Ich war einst Leikens widerwillige Geliebte. Bis er mein Blut für seine Pläne gebraucht hat. Ah, so siehst du also aus. Ja, war deine Zwillingsschwester etwa die komische Zombie-Tuse? Ein mächtiger Zauber war nötig, um den verlassenen Turm betreten zu können, der durch die Magie von Maxus versiegelt war. Das Blut eines geliebten Wesens. Seine Worte klingen mir immer noch in den Ohren. Ha, dieses Monster hat nie etwas anderes als den Tod geliebt. Ja, das klingt ganz nach ihm. Kann es sein, dass ich vor einiger Zeit eure böse Zwillingsschwester getroffen habe? Nein, sie ist eine Missgeburt. Eine Ghoul-Kopie, die aus den Teilen verschiedener Leichen zusammengesetzt wurde. Ja, eindeutig. Leikens Geschmack ist absonderlich. Noch bevor er mich tötete, hatte er jenes Ding erschaffen, um seinen seelenlosen, eiskalten Appetit zu schaffen. Ah, ja, okay. Ich muss in den Drachenturm. Könnt ihr mir verraten, wie ich ihn betreten kann? Das könnt ihr gar nicht. Der einzige Weg in den Turm besteht darin, Leiken herauszulocken. Und um euch wird er sich nicht scheren. Na toll. Allerdings bin ich mir sicher, dass mein Erscheinen seinen kranken Verstand so durcheinander bringen würde, wie noch nie etwas zu... Klingt nach einem guten Plan. Fangen wir an. Mir gefällt euer Eifer. Aber es gibt da ein Problem, das zuvor gelöst wurde. Na toll. Sie verlangt wieder irgendwas von mir. Ich bin an dieses Grab gebunden. Wenn ihr mich jedoch ins Leben zurückholt, werde ich euch begleiten. Cool. Alles, was ich brauche, ist mein Ring. Ich hoffe, dass er sich noch immer in Leikens altem Arbeitszimmer hier auf der Insel befindet. Sagt Untergang und tretet ab. Ah, ja, ich weiß, wo das ist. Ja, ja, dann gehen wir da als nächstes hin. Okay, danke. Ich komme dann gleich wieder. Und wir benutzen wieder die Schnellreisefunktion. Ach, ist das schön. Wir reisen hier ständig nur noch hin und her. Merkt ihr was? Dieses Spiel ist wirklich darauf angelegt, ständig von A nach B und dann wieder zu C zu gehen und dann wieder zu A und dann am besten nochmal zu B. Ich glaube, das war Küste. Könnte das sein? Ist das richtig hier? Hallo? Ja, hurra, wir sind genau da, wo wir hin wollten. Hallo? Die Tür geht nicht auf. Als ihr euch der Tür nähert, fragt euch der Schädel nach Leikens Leitschuh. Untergang? Ein mechanisches Klicken ist zu hören und die Tür wird... Wow! Cool! Hallo, ist jemand hier? Oder muss ich einfach sagen, hallo, ich bin hier und ich gehe gleich wieder. Ich denke, es wird nicht so einfach. Hier wird bestimmt irgendwer, da ist doch schon wer. Hallo? Oh, Level 17, willst du mich verarschen? Willst du mich rollen oder so? Erwache, mein Tierchen. Geh mal weg. Okay, du willst kämpfen, dann kämpfen wir. Kämpfen wir, okay. So, Leute, wir ziehen weiter. Wir ziehen hier in den Krieg. Irgendwer will hier gerne kämpfen, also kämpfen wir.